Guten Abend und ein herzliches Willkommen zu unserem nächsten Webinar hier bei JFT Brokers, heute am 22. November 2017, 19 Uhr, das gewissermaßen für die Aufzeichnung, so dass wir das immer noch zuordnen können, egal wann auch immer und wer auch immer die Aufzeichnung sich irgendwann nochmal anhört. Übrigens, die Aufzeichnung findet man wie immer auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers, also von daher wirklich tatsächlich kein Problem, auch mal später reinzuschauen. Da sind auch übrigens alle anderen Webinare, nicht nur von mir, auch von meinen Kollegen. Mittlerweile geht es auch in den Sprachen rauf und runter, also sowohl englische wie mittlerweile sogar französische Webinare, alles dabei. Und vielen Dank auch hier schon mal für die vielen Grüße, die hier nochmal reingereicht werden und für die Nachricht, dass Bild und Ton soweit schon mal alles passen. Ja, herzlichen Dank natürlich übrigens auch an JFT Brokers, die uns diese ganzen Webinare mit ermöglichen. Wobei ich da immer noch ein paar Sachen zusätzlich erwähnen möchte. Ich mache das alles nicht umsonst mit JFT genau zusammen, sondern es hat natürlich auch viel damit zu tun, genau da die Konditionen zum Traden zu finden, die wir für viele unserer Strategien auch brauchen, weil manchmal ist es in der Tat so, dass wir genau mehr oder weniger davon abhängen, dass wir zum Beispiel niedrige Kosten haben, exakte Ausführungen, von Zeit zu Zeit sogar auch mal positive Slippage, wobei das Wort von Zeit zu Zeit heißt hier, es ist sogar nachweislich so, dass in der Mehrzahl man positive Slippage bekommt, aber so viel nur am Rande. Wie immer, weil wir heute wieder ein Excel-Sheet haben, oder ach, eigentlich habe ich, glaube ich, sogar wieder 6, 7 Stück, wer die haben möchte, kein Problem. Wie immer einfach hier E-Mail an s.friedrichowski@jftbrokers.com und ich sehe zu, dass ihr das dann auch entsprechend schnell bekommt. Geht gerne hier gleich zum Du über, wie immer. Ich rede euch gerade hier auch schon dreisterweise direkt immer in der Du-Form an. Also von daher, dasselbe könnt ihr mit mir natürlich auch sofort machen, schon auch in der ersten E-Mail, die ihr an mich schreibt. Bevor wir nur richtig loslegen, wie immer, muss ich mal einmal kurz hier wieder so eine komische Folie zeigen, aber ihr versteht das, der Risk Disclaimer. Einfach, wir reden über Trading-Strategien und da gehört es sich exakt zu sagen, wenn ihr schließlich in eurem Konto tradet, ja, dann tradet ihr natürlich und logischerweise auf eigene Verantwortung. Andere kurze Sache, ich will einfach nur drei Bilder mal eben noch zeigen. Letztes Wochenende war die World of Trading, also genau genommen für die meisten Menschen Freitag und Samstag war die World of Trading in Frankfurt. JFT war ja auch mit einem Stand vertreten, zahlreiche Vorträge und dergleichen. Für mich war es natürlich besonders schön, einige von euch auch mal persönlich zu treffen. Es ist dann oft immer so das gleiche Bild. Jemand kommt auf mich zu, stellt sich vor, ich habe ein Fragezeichen wahrscheinlich sofort in meinen Augen. Wer bist du? Weil ich kenne zwar viele Namen hier und auch per E-Mail und, aber natürlich verbinde ich keine Köpfe damit. Und selbst wenn mir dann jemand sagt, hey, ich bin der Martin, dann klingelt es bei mir natürlich auch nicht unbedingt. Aber wie dem auch sei, also drei Bilder will ich mal kurz hier zeigen. Der JFD-Stand und ihr seht sofort, da stehe ich mit einem Vortrag, den ihr auch genau alle kennt. Der FDAX ist Seasonal, der Daily Seasonal, wie man unschwer auf der Folie gerade erkennen kann. Und zwei andere Bilder auch noch. Einmal gab es hier noch einen Vortrag, den werde ich übrigens wiederholen. Den werde ich hier in der Webinarform wiederholen. Mensch versus Maschine. Wer ist der bessere Trader? Den möchte ich gerne hier ruhig auch nochmal halten. Der war da in einem echten Vortragsraum, so mit knapp 50 Leuten. Aber ich denke mal, dann können wir uns hier ruhig auch nochmal vornehmen. Und einfach ein lustiges Bild noch am Rande. Am Freitagabend gab es sozusagen kurz vor Schluss hier bei JFD auch Freibier. Und da war unsere Gespräche einfach noch weitergingen, seht ihr, was ich gemacht habe. Da gibt es einen Hocker plus zwei Bierkästen, dann darauf mein Laptop. Und ja, und dann waren um mich herum noch ein paar Leute und wir haben halt munter über neue Trading-Ansätze diskutiert. Und in der Tat, aus einem daraus kann ich jetzt schon vorhersagen, wird noch was. Der wird auch Thema hier dann im Webinar. Ich muss mir nochmal einen schönen Namen für den ausdenken. Und gewissermaßen ist es sogar so, dass das, was wir heute machen, auch
in den nachher mit eingeht. Dann kommt noch ein bisschen Martin Gahl dazu. Und aber naja, ihr werdet sehen, da wird es nochmal was Tolles, Spannendes geben. So, aber heutiges Thema, Price-Action-Strategien. Ups, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Hier steht jetzt oben noch DAX Gap Close. Das hatten wir vor 2 Wochen. Also das ist jetzt nur Copy-Paste-Fehler hier. Also genau genommen, es ist Copy und gepastet und dann anschließend nicht verändert. Also egal. Also Price Action. Natürlich müssen wir auch da wieder erstmal eine kleine Definition vorwegschieben, weil den Begriff, den gibt es auch wieder rauf und runter. Also muss ich mal definieren, was ich damit jetzt überhaupt eigentlich meine. Will das dann allerdings auch gleich so weit treiben, dass ich sage, hey, komm, wir gucken uns dann mal direkt auch in einem MT4 an, weil der Ansatz ist schon auch ein bisschen grundsätzlicher nutzbar, auch wenn wir nachher was optimieren werden, wie so häufig bei Strategieentwicklungen. Wir wollen das uns hier in Excel mal anschauen. Da gibt es zwar ein paar Einschränkungen, die will ich auch erwähnen, aber ich mache noch eine zusätzliche Vorbemerkung. Ich trade die Strategie eigentlich auf kleineren Zeitebenen. Ich habe alles, was ich heute auch hier zeige, extra auf D1 umgestellt. Einfach nur, weil dann sind die Excel-Sheets ein bisschen, ich nenne das mal handzahmer oder wir haben einfach nicht so viele Zeilen und man kann sie in endlicher Zeit bedienen. Dafür ergeben sich nämlich genauso ein paar Einschränkungen, die sonst auf den ganz kleinen Zeitebenen einfach nachher keine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz ist dieser Ansatz super handelbar. Ich mache hier in 0,x Beispiele für schon mal 4 Underlyings. Und ihr seht da schon eine Einladung zur Hausaufgabe. Ja, ahnt wahrscheinlich, was ich vorhabe. Aber egal. Also es ist ein ziemlich universeller Ansatz, den wir zum Traden benutzen können, der auch quasi diskretionär nutzbar ist. Und deswegen auch mein Switch hier zu D1, weil de facto würde der sonst bedeuten, wenn man das auf M5 tradet, dass man alle 5 Minuten einen Order hier platzieren müsste. Und da ist mir natürlich schon klar, das kann kein Mensch manuell machen. Aber von daher, gehen wir mal los, dann wisst ihr auch ein bisschen mehr, worüber ich rede hier. Mit der Definition einer Price-Action-Strategie. Grundsätzlich, jetzt kommt hier ein bisschen viel Text noch, aber ich mache es ohnehin gleich auch mal wieder visuell. Wir hatten schon mal eine Strategie, die in Summe in die ähnliche Richtung abzielte, nämlich die Power-Candle-Strategie. Da haben wir gesagt, okay, da kommt jetzt mal irgendwann so eine riesen Monsterkerze und wir haben dann abgeleitet, wie man nach dem Auftreten einer solchen Power-Candle am besten reagiert. Gut. Die Price-Action-Strategie ist sozusagen der Vorläufer, wenn man es ganz genau nimmt. Die Price-Action-Strategie will am liebsten genau diese Bewegung der Power-Candle schon mitnehmen. Soll heißen, hey, wir sind zwar noch nicht im Markt investiert, aber wenn dann eine solche Kerze kommt, eine Monsterkerze, dann bitteschön so, dass wir sie auch in unserem Konto abbilden und diesen Move schließlich endlich sogar schon gleich in unserem Konto danach drin haben. Das ist sozusagen die Idealdefinition. Also mit Blick auf die Power Candles ist es ja die Power Candle selbst. Die will ich jetzt plötzlich als Trade in meinem Konto haben. Jetzt weiß natürlich kein Mensch auf dieser Welt schon im Vorhinein, wann und in welche Richtung die nächste große Power Candle kommt. Man kann sich natürlich Ansätze basteln, die vielleicht da irgendwie schon mal einen Vorteil bilden und. Aber wir können das auch viel grundsätzlicher angehen. Und was wir dazu tun, ist eigentlich so ähnlich wie unsere Open Range Breakout Strategien. Wir arbeiten auch hier jetzt wieder nachher mit Buy-Stop-Ordern und Sell-Stop-Ordern. Das heißt, das ist genauso wie hier so ein Open-Range-Breakout aus der Range zwischen 3 Uhr morgens und 8 Uhr morgens und so ähnlich halt. Da platzieren wir auch 2 Order, die dann OCO sind. Und so ähnlich wollen wir es hier für die Price-Action ebenfalls machen. Wir haben eine Kerze, wir haben den Open einer Kerze und dann wollen wir einfach in einem bestimmten Abstand, müssen wir natürlich gleich definieren, wie wir den berechnen wollen, 2 Order platzieren, die Buy-Stop und die Sell-Stop. Und um schon mal anzufangen, auch die Excel-Sheets sozusagen nachher vorzubereiten, wie wir das machen wollen mit den Abständen, werden wir uns einfach den ATR mit ins Boot holen.
Den ATR deshalb, damit diese Strategie so ein bisschen atmet und ein bisschen flexibel ist. Also mit atmen meine ich, dass sie sich an den Markt, je nachdem, ob er gerade besonders volatil oder weniger volatil ist, automatisch mit anpasst. Das kriegen wir halt hin, wenn wir einfach irgendwo mit in die Betrachtung den ATR nehmen und dann beispielsweise alles, was wir jetzt messen wollen, also irgendwelche Abstände, an diesem ATR einfach festmachen. Und dadurch haben wir diese automatische Anpassung an die jeweilige Marktvolatilität. Das ist ein Grundansatz, der immer eigentlich ziemlich vernünftig ist, weil wir nicht in, schon gar nicht in absoluten Zahlen denken, also irgendwie sowas wie 20 Punkte Abstand, eine Sekunde mal eben. Sorry, aber ich bin seit der WOT leicht erkältet und musste gerade mal husten und habe es vorher geschafft, noch mein Mikrofon auf stumm zu schalten. Das heißt, hoffentlich habt ihr außer einem Klicken ansonsten nicht so viel mitbekommen. Also wir nehmen den ATR immer als so eine Art Messlatte. Und in der messen wir zum Beispiel unsere Orderplatzierung. In der messen wir nachher unseren Stop-Loss. Und wenn wir dann wiederum auf den Stop-Loss ein Multiple draufsetzen, wie klassischerweise CRV, dann ist selbst der Take-Profit de facto schließlich und endlich auch nur ein Multiple auf den ATR. Das heißt, dadurch, dass wir sowas Ähnliches machen wie ein neues Metamaß, also wir kriegen ein Maß, werden wir dadurch ein bisschen adaptiv. Und das ist etwas, was sich immer grundsätzlich lohnt und sehr praktikabel ist. Ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Unsere Strategie hat nachher drei Freiheitsgrade. Nämlich einmal dieser Abstand, wo wir unsere Order platzieren. Und dann einen für den Stop-Loss und einen für den Take-Profit. Gucken wir uns das mal genau an, wie ich das meine, wenn wir das hier mal visuell machen. Das heißt, wir gehen mal einfach hin, weil hier haben wir jetzt ein bisschen viele Charts. Ich mache mal einfach einen neu auf. Nehmen wir uns einfach mal hier den Euro-US-Dollar vor. Und dann wird auch, ach nee, wir brauchen noch was, bevor ich hier, ich brauche mal eben noch in dem Chart einen ATR. Und ich mache mal hier schon mal gleich was und setze das auf 22. Ich will auch noch nachher sagen, warum ich 22 verwende. So, da haben wir mal unseren Chart. Den, ups, machen wir auch mal ein bisschen größer. Und schon mal hier im Chart gleich gesagt, was wollen wir eigentlich nachher hier mitnehmen? Übrigens, wann immer man ATR, kleiner Hinweis, wann immer man den ATR in einem Chart verwendet, meine Empfehlung, immer als Minimum die Null nehmen, weil sonst ist dieser Chart hier unten, diese blaue Kurve, die wir gerade sehen, die ist immer sozusagen irreführend. Das sieht ja aus wie, mein Gott, geht die Volatilität hier durch die Gegend gewissermaßen. In dem Fall, weil ich so eine kleine Periode genommen habe von 22 und der Chart im Moment noch in 15 ist, geht sie in der Tat ein bisschen rauf und runter. Aber es ist immer grundsätzlich viel besser, eine Null zu nehmen. Ihr werdet das gleich noch sehen, wenn ich mal auf D1 stelle. Deswegen mache ich immer bei ATR Minimum auf Null. So, grundsätzlich, was wollen wir hier nachher mit dieser Strategie erreichen? Naja, ich will solche Bewegungen wie jetzt hier, wo meine Maus ist, die nach unten, das ist sowas, was ich mitnehmen will. Oder die hier nach oben, am liebsten, gerne. Auch, und hier hinten haben wir auch Beispiele. Da ich nachher auf D1 gehe, will ich es auch hier jetzt schon mal tun. Damit wir uns schon mal an dieses Bild gewöhnen. Und jetzt sieht man auch ein bisschen besser, warum ich den ATR hier unten bei 0 genullt habe. Einfach damit man nicht hier meint, die Volatilität geht hier zwischendurch auf scheinbar 0 zurück. Und ihr seht, ich bin jetzt in einem Daily Chart und in einem Daily Chart nehme ich gerne sowas wie ein ATR 22. Ganz einfache Begründung. 22 sind so ungefähr die Anzahl der Handelstage pro Monat. Und deswegen ist das so meine Standardeinstellung. Das ist genauso wie, wenn ich auf kleinere Zeitebenen gehe, wie zum Beispiel H1, dann nehme ich immer mindestens eine 24. Einfach, ich möchte dann einen Tag drin haben, weil sonst hänge ich einfach nur immer der Tagesvolatilität so ein bisschen hinterher und kriege nicht genau das, was ich eigentlich durch mein ATR erreichen möchte.
Also stört euch mal nicht hier an irgendwelchen Take-Profits und was hier so gerade drin hängt an Trades. Das hat sicherlich dann also ganz andere Gründe. Aber auch hier kann man sofort sehen, was wir eigentlich mit unserer Strategie erreichen wollen. Hier vorne, den Beginn dieser Monsterkerze, den am liebsten long natürlich mitgenommen. Hier zwei schöne große Kerzen. Gehen wir da nochmal ein bisschen tiefer rein. Also, das ist das, was wir eigentlich sehen wollen. Und wie wir da praktisch vorgehen, ist ungefähr so. Wir fangen an, indem wir die erste Linie auf den Open. Also ich tue mal so, mir geht es jetzt tatsächlich um diese schöne, fette, grüne Kerze hier. Um die geht es. Das ist unser Ausgangspunkt, der Open dieser Tageskerze, weil ich jetzt hier an dem Tag das festmachen möchte. Anschließend kommen diese zwei Order, die Buy Stop und die Sell Stop Order. Und jetzt kommt der ATR mit ins Boot. Der ATR hier beispielsweise ist so ganz grob 0,006. Okay, wenn der 0,006 ist, dann könnte ich ja zum Beispiel so meine zwei Order vielleicht so ein halbes ATR nach oben und ein halbes ATR nach unten legen. Das könnte dann vielleicht eine Order sein. Nagel mich da jetzt nicht fest. Ich mache auch mal eben hier die Farbe anders. Dann machen wir das mal einfach hier in grün. Dass hier vielleicht die eine Order liegt und die andere Order liegt dann hier drunter. Beide gleich weit entfernt. Und das ist schon alles. Wenn dann jetzt hier diese Order nach oben getriggert wurde, dann kommen wir in den Markt. Natürlich müssen wir uns jetzt überlegen, wo liegt der Stop-Loss, wo liegt der Take-Profit. Aber das ist genau die Musterbewegung, wie wir sie hier in Summe sehen wollen. Hier jetzt so ungefähr, das sind 0,03 Jahre. Also ich hätte jetzt ungefähr die Order zu circa ein halbes ATR von meinem Open der Kerze weggelegt, bei Stop auf der Oberkante, Sell Stop auf der Unterkante und das ist jetzt schon genau das, was wir wollen. Jetzt kommt die Price Action, also in den Preis kommt Action, in dem Fall auf der Nordseite. Meine Buy Order wird getriggert und ihr könnt euch natürlich jetzt Musterexemplarbeispiele hier basteln und sagen, hey, Stop-Loss wird super eng gesetzt, nur so ein Stückchen und dann kann ich hier 10 erben. Nein, ihr kennt mich, so werden wir natürlich nicht arbeiten. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wenn jetzt hier unser Einstiegslevel ist, wie weit entfernt wollen wir den Stop-Loss davon setzen und dann wiederum in der klassischen CRV-Manier, zum Beispiel, das nehmen wir mal hier genau dieses halbe ATR, was ja auch hier die Grundlage war, um die Order überhaupt zu kreieren, wenn tatsächlich für diese grüne Linie jetzt die rote Linie hier der Stop-Loss wäre, dann vielleicht eins, zwei, zweieinhalb Mal hätten wir uns hier rausholen können, aber auch dreimal. Man sieht ja am nächsten Tag. Müssen aus dieser Strategie nicht gleich eine reine Intraday-Strategie machen. Das wäre jetzt Quatsch, wenn man auf Tagesebene, also auch mit D1-Kerzen überhaupt schon den Einstieg behandelt. Und so würde jetzt unser Trade eingestoppt werden. Und der Kurs macht jetzt genau das, was ich natürlich von ihm will. Man sieht auch sofort, was passiert oder wie entstehen hier Minus-Trades? Natürlich dadurch, dass wir nur kurz getriggert werden und der dann einfach sofort wieder dreht. Das ist gewissermaßen die Strategie. Wie stellen Sie den ATR auf Wochenbasis ein? Also wenn ich jetzt einen Wochenchart nehmen würde an der Stelle, dann würde ich mindestens eine 5 für die ATR-Periode nehmen, damit ich wieder einen Monat habe. Vorzugsweise, ihr merkt gerade, ich muss selber überlegen, weil ich es mir neu ableiten muss, weil ich nie auf dem Wochenchart trade. Ich würde eher auf eine 12 gehen oder 13. 13 ist die richtige Zahl. 13 ist genau ein Quartal. Das wäre so eine gute Periode, um auf dem Wochenchart dann entsprechend unterwegs zu sein. Also ich gehe schon immer ein bisschen deutlich drüber, weil, naja, sonst messe ich eigentlich nur die Größe der einzelnen Kerzen und das kann nicht wirklich die Volatilität sein. Okay, so viel zur
dieser Frage mal. Also ich glaube, hoffentlich ist das Grundprinzip verstanden für Price Action. Es geht darum, dass der Preis tatsächlich eine Action macht und wir dann an dieser Action teilnehmen wollen. Natürlich, ihr wisst es, wenn ich hier so ein Beispiel heraussuche, sieht das hier genial aus und es funktioniert natürlich super gut. Wir werden natürlich sehen, dass wir nicht alle Trades hier immer so mitnehmen können wie diesen. Aber zum Beispiel diese rote Kerze hier vorne, die hätten wir genauso erwischt. Warum? Naja, da wäre es dann so gewesen, die Initialorder wäre hier gewesen. Also da ist der Open dieser roten Kerze. Und da hätten wir, also dass er rot wird, hätten wir natürlich noch nicht gewusst. Und dann hätten wir hier auch wieder zwei Order drumherum gelegt. Einen vielleicht ungefähr hier, ein bisschen tiefer. So, und die zweite Order vielleicht ungefähr hier, ein bisschen höher. So, und dann wären wir da eingestoppt worden. Das heißt, ja, da hätte es genauso funktioniert. Aber ihr seht auch sofort, wo die Schwachstellen sind, ne? Also das heißt, das ist wie immer kein heiliger Gral. Was ist ein halbes ATR hier? 0,6, wie messe ich das im Chart aus? Okay, wie komme ich auf die Größe halbes ATR? Lasst mich mal eben ein paar Linien hier wieder rausnehmen. Dann komme ich da nochmal zu. So. Und die Linie nehme ich auch nochmal weg. Dann haben wir nämlich nur noch die drei, die wir vorhin hier hatten. Also ATR. Das ATR, wenn ich jetzt hier gucke, ist in Zahlen, ihr seht das gelbe Fenster, 0,006. Das ist ATR. Also der ATR zu dieser Zeit ist 0,006. Davon die Hälfte ist 0,003. Und wenn er jetzt mal gerade guckt, wie so ungefähr, also ganz stimmt jetzt nicht, ich habe ja alles nur mit der Hand gemacht, die Differenz zwischen der Basislinie, also dem Open dieser Kerze und meinen zwei Order ist, dann ist das 0,003. Das heißt, ich habe diese beiden grünen Linien, die dann ja die Order gewesen wären, genau um ein halbes ATR entfernt von dem Open dieser Kerze als Order platziert. Deswegen sage ich halbes ATR und ich kann es direkt messen aus dem Chart. Und deswegen habe ich mir auch hier den ATR als hier unten mit eingemalt, weil mit dem Mouse Over kriege ich dann auch sofort die Zahl und könnte entsprechend diese Order platzieren. Das heißt, ich könnte es auch alles jetzt hier super mathematisch machen. Ich klicke die Kerze an, lese unten, wo der Open ganz genau ist und rechne dann diese 0,003 drauf und ab und da kommt dann die Sell Stop und die Buy Stop Order entsprechend hin. Also, so wird das Ganze zu dem halben ATR. So, wie geht's jetzt weiter? Ihr wisst jetzt, wie was aufstellen und wir haben halt jetzt, wenn ich eine RTR-Periode nicht mehr drehe, sonst wäre die auch noch ein Freiheitsgrad, haben wir drei Freiheitsgrade. Der Abstand, also sprich das Multiple, gerade mein halbes, also meine 0,5 in meinem Beispiel im Chart, wäre sozusagen der erste Freiheitsgrad. Und dann kommt jetzt die Entfernung des Stop-Losses. Und die Entfernung des Take Profits. Das machten mir die drei Freiheitsgrade. Ich habe bewusst, einfach damit es hier in den Folien ist, und übrigens, ach so, die habe ich noch gar nicht erwähnt, die Folien könnt ihr natürlich wie immer schon längst downloaden. Also die sind hier in dem GoToWebinar Control Panel drin. Und ihr seht jetzt hier nochmal quasi genau das gleiche Beispiel, was wir gerade live an dem MT4 gemacht haben. Das gleiche Beispiel ist hier auch nochmal gemalt. Nagelt mich hier nicht fest, das ist alles nur so, naja, hin und her geschoben, die Linien, also jetzt deswegen nicht festnageln auf die Zahlen. Aber ihr seht, wie der Trade von der Idee her, der Trade wäre sozusagen der pinke Pfeil, das wäre das, was wir hier schließlich und endlich nachher traden wollen. Ja, also hier im Moment, alles, was ich jetzt vorstelle, ist, weil gerade gefragt werden, ist jedes Mal manuell. Richtig. Ich mache das hier bewusst noch ohne EA, deswegen habe ich auch die Zeitebenen hochgetrimmt, damit das auch tatsächlich manuell tradebar wäre. Wie gesagt, ich trade es in Wahrheit auf kleineren Zeitebenen, dann muss es aber ein EA machen, also ein Expert Advisor, weil sonst komme ich nicht mit. Okay, also das ist die Logik und jetzt können wir eigentlich direkt auch einsteigen. Das heißt,
Ich will noch kurz die Entstehungsgeschichte sagen von diesem Excel-Sheet. Was ich in Wahrheit gemacht habe, ihr erinnert euch, vor 2 Monaten ungefähr hatten wir die Open Range Breakout-Strategie auch mit einem schönen Excel-Sheet. Und als Basis habe ich tatsächlich genau dieses Sheet genommen. Ich habe es einfach nur ein bisschen verändert und konnte daraus dann genau diese Strategie ableiten. Aber die Grundelemente waren schon alle auch in dem anderen Excel-Sheet mit drin. Wir haben jetzt gleich ein paar Einschränkungen im Vergleich zu dem, wie ihr es vielleicht real traden würdet. Und ich sage aber trotzdem, wie man das Excel-Sheet wieder in Richtung des echten Tradens tunen kann, auch wenn es nicht genau so dann gemeint ist. Diese Einschränkungen habe ich einfach, weil ich hier de facto auf D1-Ebene bin. Wenn das Ganze nachher auf M5 ist, habe ich zwar auch die gleichen Einschränkungen, nur dann sind sie irrelevant. Ihr habt schon häufiger von mir diese Excel-Sheets gesehen. Wir haben immer in einer Zeile eine Aktion. Und wenn wir in der einen Zeile nachher unsere Order-Eröffnung haben, naja, dann kann ich in dieser Zeile nicht mehr den Stop-Loss und den Take-Profit verwalten. Zumal ich ohnehin nicht wüsste, was denn zuerst passiert, der Stop-Loss oder der Take-Profit. Und weil dem halt so ist, will ich den Hinweis nur geben. De facto bedeutet das, dass wenn wir nachher durch das Excel-Sheet durchgehen, es wäre so, als ob wir den Trade eröffnen und also in dieser Kerze, in der dieser Trade ja eröffnet wird, kann der Trade weder in den Stop-Loss noch in den Take-Profit laufen. Das heißt, er hat das nicht. Aber am nächsten Tag wird das dann überprüft. Das ist das de facto. Ich kann es leider nur so machen, weil ich wüsste ohnehin nicht, welches Ereignis zuerst gewesen wäre. Falls zum Beispiel beides ist. Das heißt, da müsste ich schon wieder Worst-Case-Prinzip machen. Und an diesen Limitationen komme ich nicht vorbei. Die eigentliche Lösung dafür ist, geh auf kleinere Zeitebenen. Dann verschwindet das ganze Problem. Aber dann werden die Excel-Sheets nicht mehr handlich und ich möchte euch die Möglichkeit geben, auf Tagesebene da auch das Ganze mit zu kreieren, auch selber zu gestalten. Jetzt wird gerade noch gefragt, wie entscheiden Sie, welche Kerze als Einstieg geeignet ist oder nehmen Sie jede Kerze? Nein, in dieser Strategie nehme ich prinzipiell jede Kerze. Vorsicht, ich trade ja nicht jede Kerze im Sinne ich öffne einen Trade. Nee, zu jeder neuen Kerze, bei mir jetzt hier Tageskerzen, platziere ich neue Order. Die sind natürlich noch lange nicht ausgelöst. Nur wenn sie dann getriggert werden, bin ich auch drin im Trade. Aber de facto trade ich hier oder zu jeder neuen Kerze werden die beiden Order Buy und Sell entsprechend platziert. Also von daher bin ich immer dabei. Und ich berücksichtige in der Tat, weil es auch gerade nochmal gefragt wird, überhaupt gar keine Chartformation, kein Trend, gar nichts. Null. Ihr merkt schon meine Brutalität gerade, also in Anführungsstrichen. Ganz bewusst, wir gehen da erstmal knallhart dran. Wir können uns immer noch fragen, ob wir weitere Feinheiten brauchen. Die Antwort ist übrigens nein. Ich will euch trotzdem mal nachher eine vorstellen, weil sie eine andere Grundidee hat. Aber wir gehen hier zunächst, wie bei allen Trading-Strategien, sozusagen rein aus der Logik heraus. Nicht aus der Frage, passt das zu anderen Dingen, wie gerade dem übergeordneten Trend und, und. Also, ihr habt die Einschränkungen nochmal, ich habe es ja explizit nochmal gesagt, es ist mir wichtig, dass wir rein Excel-technisch immer in einer Zeile nur eine Aktion abarbeiten können. Ich mache es auch relativ kurz, was sozusagen ihr kennt meine Bezeichnung, meine Excel-Gymnastik angeht. Nur damit man mal sieht, kurz, wie das einfach funktioniert. Dass wir dann, ich blende es auch gleich wieder aus, sozusagen solche Equity-Kurven in einem Excel-Sheet erarbeiten und optimieren können. Ich blende es mal eben wieder weg, weil ich euch einmal kurz, wie immer, also wer im Excel jetzt nicht ganz so interessiert ist, höre einfach mal eben die nächsten paar Minuten weg. Den mag das langweilen, aber ich weiß wiederum, dass es andere sind, die genau das lieben, weil sie dann mitkriegen, wie man so etwas eigentlich baut, dass man das alles auch in Excel so abbilden kann. Wie immer haben wir Open, High, Low, Close hier von unserer Kerze und
Das nächste mit dem ATR, das kennt ihr schon aus dem DAX Volatile Trading, da haben wir das auch gemacht. Da wird immer erst der True Range bestimmt, das Ganze übersetzen wir noch in Prozente, weil ich das ja immer hier so gerne in Prozenten angebe. Und dann bilden wir den Mittelwert. Das heißt, hier nach 22 Kerzen kommt das erste Mal auch wirklich eine andere Zahl. Da haben wir den ATR. So haben wir den ATR bestimmt, über den True Range und dann den Mittelwert über 22, weil wir ja gesagt haben, wir nehmen den ATR 22. Das nächste, was wir dann machen, wir generieren uns hier die zwei Zahlen, auf denen wir diese Order platzieren würden. Gucken wir mal ganz kurz rein, was hier eigentlich berechnet wird. Es ist relativ einfach. Ich nehme den ATR vom Vortag, ich nehme den Open meiner aktuellen Candle. Naja, und dann, ihr seht, addiere ich einmal ein Vielfaches vom ATR drauf. Und deswegen heißt das jetzt hier Range Max. Das ist diese obere Order gerade gewesen. Und ich subtrahiere einmal das Multiple vom ATR. Und das ist dann nichts anderes als diese Sell Stop Order auf der Unterkante. Und das sind halt meine beiden Order. Also die zwei Zahlen merke ich mir und dann frage ich eigentlich nur noch, ob sie getriggert werden. Ich mache jetzt hier noch etwas. Das spielt ebenfalls wieder auf kleineren Zeitebenen nachher keine Rolle und stört es hier auch nicht ganz so dramatisch. Theoretisch ist es möglich, dass beide Order hier getriggert werden. Und dann tue ich immer so, als ob es immer nur die Long Order ist. Einfach nur als Vereinfachung will ich ebenfalls dabei sagen, ist es bei kleineren Zeitebenen nachher keine echte Einschränkung. Wenn dann so ein Trade läuft, naja, dann haben wir halt wieder, wir merken uns wie immer Einstiegspreis, Stop-Loss und fragen, ob der erreicht wurde und. Also in gewohnter Manie. Stop-Loss geben wir jetzt hier als Multiplikator wieder auf den ATR an. Also steht da eine 1, dann wäre der Stop-Loss ein ATR entfernt. Und wenn dann daneben noch steht CRV2, dann ist der Take-Profit halt doppelt so weit nochmal entfernt. So ist die Logik dieser Zahlen hier zu verstehen. Also alles kein Hexenwerk. Und dann, wie immer, gibt es hier einen Haufen Kennziffern, um so eine Strategie halt zu beurteilen. Das Schöne ist, wir können jetzt mit unseren Parametern herumspielen und uns Sachen hier generieren. Was wir dann schließlich nicht kriegen, ist immer genau das, was hier schon auf dem Bildschirm ist, nämlich eine Equity-Kurve. Und diese Equity-Kurve ist in Einheiten von R. Und jetzt kommt natürlich gleich die Frage, was meine ich mit R? R ist meine Risk Unit, also ein R ist das Risiko pro Trade. Ihr kennt die Frage, die man ja auch jedem Trader stellt. Wenn du jetzt hier den nächsten Trade platzierst, wie viel Euro bist du bereit zu riskieren? Dann sagt der eine vielleicht 20 und der andere sagt vielleicht 2000, was auch immer. Beide müssen unbedingt diese Zahl kennen, weil ihr braucht ja diese Zahl, um je nachdem, wo ihr den Stop-Loss hinsetzen wollt, dann auch eure Lotgröße zu berechnen. Also das ist halt wesentlich. Da ich hier aber überhaupt nicht vorrechnen und Vorgaben und Annahmen treffen möchte, wie viel Euro-Risiko ein jeder für seinen Trade bereit ist zu riskieren, rechne ich alles in R. Das bedeutet dann wiederum, bei mir ist ein Trade, der im Stop-Loss endet, minus ein R. Und ein Trade, der zweimal den Stop-Loss verdient hat, ein Trade mit plus 2 R. Und das ist dann auch schon wieder alles. Also deswegen rechne ich alles in R. Wenn man jetzt also hier einfach einen Eurobetrag dran multipliziert, dann habt ihr sofort eine Zahl wieder in den eigentlichen Euros. Wenn man so vorgeht und mal genauer so ein bisschen fragt, wo enden hier Trades, dann werdet ihr auch durchaus häufiger mal finden, dass hier Trades, so wie hier, ich mache mal dieses eine Beispiel, ziehe ich mir mal gerade raus, bei minus 1,45 R endet. Jetzt fragt ihr natürlich, hey, minus 1,45 R. Der wollte doch nur ein R riskieren. Das kann doch nicht. Hier, denkt dran an meine Einschränkung, die ich sagte. Ich kann in der einen Zeile nur den Trade eröffnen. Wenn der Trade, der hat ja dann formal rein Excel-technisch wohlgemerkt, erstmal keinen Stop-Loss. Erst am nächsten Tag wirkt der Stop-Loss. Wenn dann allerdings wir schon weit aus dem
gedachten Stop-Loss raus sind, dann ist das de facto so, als wenn wir ein Gap hätten. Also dann passiert quasi das Gleiche wie bei einem echten Gap. Und dann werden wir halt, enden wir unseren Trade deutlich schlechter, wie jetzt hier mit 1,45 her. Also kommt alles vor. Aber was ist das eigentlich Tolle? Eigentlich Tolle ist, wir können jetzt hier anfangen, unsere Zahlen hin und her zu variieren. Und ihr seht sofort, dass aus der Strategie erstaunlich gute Equity-Kurven rauskommen. Natürlich keine perfekten, wie immer. Darf auch nicht. Wäre zu schön, wenn es so wäre. Ich habe jetzt hier sogar mal ad hoc erstmal noch eine Vereinfachung gemacht. Ich habe einfach gesagt, der Multiple, wohin ich meine Order platziere, nach oben, nach unten, ist sogar gleich. Also das seht ihr daran, dass hier gleich J9 steht. Genauso setze ich meinen Stop-Loss. Also das entspricht genau dem Beispiel, wie ich es vorhin auch visuell gemacht habe. Das ist mein Stop-Loss-Abstand. Ich habe das nur gemacht, um hier nicht gleich drei Zahlen ändern zu müssen. Und ich kann dann hier einfach mal sozusagen die Parameter ändern und mir verschiedene Equity-Kurven erzeugen. Und ihr seht sofort, da kommt was Gutes raus. Natürlich nicht immer. Also hier, ihr seht, jetzt habe ich auf den Abstand deutlich vergrößert auf ein einmal ATR. Und natürlich ist das hier keine Strategie. Wie gesagt, das ist kein heiliger Gral, die immer automatisch alles in Gewinntrades umwandelt. Aber sie ist häufig positiv und dann auch für größere Bereiche positiv. Ich will mal hier ein paar Zahlenkombinationen, die ihr euch vielleicht auch merken könnt, wollt, mal aufschreiben, dass man mal so sieht, was denn mal ganz gut ist. Also wenn wir zum Beispiel sowas haben wie einen Dreiviertel ATR, da würden wir die Order hinsetzen. Soweit setzen wir auch den Stop-Loss weg und machen dann mal hier sowas wie ungefähr CRV gleich 1. Dann hätten wir immerhin schon was Positives und wir können sogar mit dem CRV mal ein bisschen kleiner werden und dann wird die sogar noch ein Ticken besser. Interessanter werden die Sachen bei etwas kleineren Zahlen, wie zum Beispiel 0,5 mal ATR, aber dann gehen wir mit dem CRV auch ein bisschen hoch, zum Beispiel sowas wie auf 1,9 und dann kriegen wir durchaus sehr, sehr ansehnliche Equity-Kurven hin. Und wenn wir noch ein bisschen höhere Trade-Frequenz eingehen, also den Abstand noch mal ein bisschen kleiner machen, dann wird es hier auch noch mal ein bisschen schöner. Gehen wir hier mal auf 2,5. Dann seht ihr, da kommt dann schon was sehr, sehr Ansehnliches raus. Wir traden hier ungefähr jeden dritten Tag. So in Summe. Ihr seht hier oben Number of Trades 2000. Ja, also es ist okay. Wir nehmen viele Kerzen mit, aber das ist halt die Logik. Nochmal, wir haben Einschränkungen aufgrund des Excel-Sheets, die bei kleineren Zeitebenen dann verloren gehen, weil einfach die Kerzen nicht mehr so groß sind, weil die Kerzen dann an sich klein sind und diese Mehrdeutigkeiten dann verschwinden. Aber das ist das Grundprinzip einer Price-Action-Strategie. Ich will ein paar andere Beispiele zeigen. Und übrigens, was ihr jetzt hier gerade als Parameter seht, sind ziemlich coole Einstellungen. Wie kommt man auf solche? Wie kann man sogar solche automatisch hinkriegen? Ja, kann man. Und zwar spätestens dann, wenn man das Ganze wie jetzt hier nicht in meinem Open Office, sondern in einem echten Excel macht. Ihr seht gerade praktisch das Gleiche wie gerade. Und dann den sogenannten Solver nimmt. Der Solver ist so ein Instrument im Excel, was man dazuladen kann. Es ist kostenlos auch, also nicht kostenlos, Excel hat ja mal Geld gekostet. Man kann es einfach dazuschalten in den Einstellungen. Und das sieht dann so komisch aus, wie wenn ich das jetzt hier starte. Und anschließend kann man dann zwar meistens einen Kaffee trinken gehen, bis er die Rechnung macht, dann kann man den selber optimieren lassen. Ich lasse den jetzt hier zwar gerade nur einen Freiheitsgrad optimieren. Da drückt man dann hier auf Lösen. Ich wollte einfach das mal hier auch gezeigt haben. Dann könnt ihr in der Aufzeichnung immer im Zweifelsfall auch sehen, wie das geht. Dann geht man halt einfach ein, zwei Kaffee trinken und bekommt sozusagen frei Haus die Parameter geliefert. Also eine sehr interessante Methode, um
automatisch zu guten Parametern zu kommen. Das sind nicht automatisch die besten und die anderen Verfahren wie Nachbarschaftsanalysen dergleichen sind natürlich jetzt hier auch nicht mit drin. Aber so kommt man relativ schnell zu guten Lösungen. Und das mit der Nachbarschaftsanalyse kann man auch einfach durch Variation hier sozusagen mit dem Finger dann noch zusätzlich bewerkstelligen. Ich wollte es mal gezeigt haben, weil es einfach eine Funktionalität ist, die das Microsoft Excel bietet, nämlich hier über den Solver. Und ihr seht die ganze Zeit Sanduhr, Sanduhr, Sanduhr bei mir. Nee, die kommt gar nicht bei euch rüber. Ich sehe gerade, das wird nicht, also ich hätte immer noch unten in der Zeile, seht ihr, dass da irgendwas berechnet wird und das rennt links unten, also hier unten. Und naja, errechnet und rechnet und optimiert und optimiert. Soller, gute Resultate hatten wir gerade schon. Dass das hier, ah, da kommt es jetzt. Also jetzt war er auch fertig. Und das ist, der hat jetzt auch keine neue Lösung gefunden, weil das war schon die beste, die er auch vorher hatte. Aber allein, um das zu berechnen, hat er jetzt gerade auch 2 Minuten gebraucht. Egal. Das war eine Sache. Das andere ist, ich will dir ein bisschen zeigen, einfach ein bisschen einladen, geht mal ein paar andere auf ein paar andere Underlines. Man braucht nur das hier vorne auszutauschen. Und ich habe das auch schon vorbereitet, dass ihr theoretisch hier auch Stundendaten rein kopieren könntet, weil ich hier die Minuten auch schon extra vorgesehen habe. Wir gehen mal auf ein anderes Beispiel, sagen wir mal auf Gold. Und siehe da, ist auch nicht so verkehrt. Kann man hier vielleicht noch ein bisschen dran rumoptimieren, um vielleicht noch ein bisschen bessere Einstellungen hinzukriegen. Ihr seht, Price-Action-Strategie für Gold ebenfalls tauglich. Ich habe mich schon ein bisschen auf die Underlyings gestürzt, die ich für prinzipiell geeignet halte. Das hat zum Beispiel seinen Grund, warum ich nicht britisches Pfund kanadischer Dollar genommen habe. Ich nehme hier bewusst die, wenn sowas, wenn die Ausbrüche kommen, also wenn mal was passiert, die auch bitte weiter so laufen. Es gibt also andere Währungspaare, die laufen eher, naja, sofort wieder zurück. Also die kennen quasi immer nur den Weg wieder zurück. Das sind die, die dann scheinbar nachher Ende der Tage immer so langweilig sind. Die haben dann andere Vorzüge. Wir brauchen hier sozusagen die Trendigen. Deswegen sind zum Beispiel solche mit japanischem Yen, das sind meistens die, die ein bisschen eher trendig sind. Also trendig heißt vor allen Dingen einfach weiterlaufen und die so etwas machen. Wie auch zum Beispiel Gold. Ihr seht hier ein Beispiel, ebenfalls super angenehm. Was hier übrigens immer passiert, ist Trefferquote deutlich unter 50%. Immer. Der holt dann die Equity, also die Steigerung der Equity, die kommt einfach daraus, dass halt der durchschnittliche Profit wesentlich größer ist als der durchschnittliche Verlust. Und wir haben es sauber berücksichtigt, dass wir den ersten Tag ohne Stop-Loss und Take-Profit arbeiten, dass unsere Gewinne frühestens erst am zweiten Tag realisiert werden. Das ist im Excel-Sheet ja drin. Also die Einschränkung, die jetzt zwar da ist, nehme ich aber auch wieder raus. Die andere Sache, die jetzt hier passiert, ist dieses Long-Short. Theoretisch wissen wir ja, wenn wir beide, also wenn wir es im Markt reinlegen, lieber, welche wird denn zuerst? Eigentlich, weil ich würde ja nur einen Trade weitermachen. Dass das nicht so wirklich ein Problem ist, will ich euch ein Beispiel zeigen. Dann seht ihr auch nochmal gleich eine Variante dieser Strategie. Wir gehen mal auf den DAX. Das ist Xetra DAX, was ich hier mache. Und auch da funktioniert die Strategie erstmal prinzipiell super gut. Was wir halt, das Problem von gerade, ich weiß eigentlich nicht, ob welche Order, die Long- oder die Short-Seite, zuerst getriggert wird. Und ich tue jetzt hier immer so, als wenn es die Long-Seite ist, wenn es da einen Zweifel gibt. Das hat mich dazu bewogen, zumindest hier für diese Excel-Variante, zu sagen, machen wir doch mal raus ein Long-Only. Und ein Long-Only für einen DAX ist ja erstmal prinzipiell immer was durchaus Vernünftiges. Weil wir alle wissen, dass der DAX die letzten Jahre und Jahrzehnte natürlich netto nach oben läuft. Also gucken wir uns das mal ruhig an. Wir machen daraus ein Long-Only. Kurz, was habe ich denn eigentlich gemacht? Naja, ich habe das einfach dadurch gemacht, indem ich der Short-Seite gewissermaßen sein Eigenstiegslevel gegeben habe. Und um hier nicht das Excel-Sheet neu zu erfinden, habe ich einfach dann gesagt, ich mache das wieder mit dem Multiple und
manipuliere im positiven Sinne dadurch hier mein eigenes Excel-Sheet, also mein Short-Einstieg, der ist jetzt einfach so weit weg, dass er sowieso nie getriggert wird. Also nie. Ihr seht, da steht jetzt rein formal minus 33.000 Punkte, weil ich dem einfach seinen eigenen Multiple gegeben habe. Da steht eine 1000 und dadurch ist der jetzt, der ist sozusagen außer Funktion gesetzt, einfach durch diese Zahl. Jetzt haben wir nicht mehr die Frage, welcher ist zuerst getriggert, der Long oder Short. Es gibt nämlich keinen Short, also der ist genau genommen viel zu weit weg. Und ihr seht, die Strategie funktioniert sehr schön. Wir können dann hier auch noch weiter und kleinere Zahlen oder größere Zahlen nehmen. Und selbst mit so einem Long-Only-Ansatz kriegen wir hier ganz ansehnliche Equity-Kurven hin. Also vorhin hatte ich auch noch eine bessere. Aber dem ist halt gerade jetzt so, dass ich es jetzt nicht nochmal reproduziert kriege. Vielleicht war es mit ein bisschen kleinerer. Ja, also das ist schon gar nicht mal unbedingt besonders schlecht, was ich hier jetzt gerade auf dem Schirm habe. Naja, also ihr seht, auch mit deutlicher Variation der Zahlen wird die nicht ruiniert. Wir kriegen gute Steigungen hin und das ist jetzt hier ein reiner Long-Only-Ansatz. Kann man auch H4-Kerzen benutzen? Klar, gar kein Problem. H4-Kerzen, einfach hier die Daten entsprechend in das Excel-Sheet reinladen, also rein kopieren heißt ja immer reinladen, dann halt mit Uhrzeit, wobei die Uhrzeit wird nicht wirklich explizit interpretiert, es geht einfach nur um die Anzahl der Zeilen. Ihr müsst dann immer nach unten weiter verlängern. ATR-Einstellung. Also ATR-Einstellung ist ja hier, es ist ja nun mal Excel. Excel und kein MT4. Ihr seht, dass das hier gerade ein ATR 22 ist, kommt ja einfach nur dadurch, dass wir hier über die letzten 22 Tage, man sieht noch diesen blauen Kasten hier jetzt gerade, das macht den ATR 22. Also man muss hier nur diese Mittelwertsbildung aus einem anderen Bereich machen, damit man andere Perioden kriegt. Jetzt wird aber natürlich noch gefragt, welche Periode? Also beim ATR würde ich immer mindestens 6 nehmen, einfach damit aus H4 gewissermaßen 24 Stunden werden, damit ich also den Tag wieder sauber dabei habe. Variante wäre sogar dann die Periode 30 zu nehmen, damit habe ich dann genau eine Woche. Also nur als Anhaltspunkt. Der ATR in Summe geht hier nicht wirklich in das Ganze ein. Also jetzt im Sinne von, dass ich den unbedingt zu einem Optimierparameter erheben würde. Nein, lieber logisch. Und die Order würde man hier übrigens real natürlich als OCO platzieren. Was ihr über diese Add-on-Tools von JFD, die es ja alle gibt, zum freien Download für JFD-Konten, da könnt ihr dann auch eine entsprechende OCO-Order aufgeben. Also genau genommen, ihr verkoppelt die zwei Order und welche auch immer zuerst platziert oder ausgeführt wird, die bleibt im Rennen und dann wird die andere gelöscht. Diese Tools werde ich, glaube ich, tatsächlich hier nochmal in einem separaten Webinar mal irgendwann vorstellen, weil da sind mächtige Tools bei, die ihr alle benutzen könnt, unter anderem dadurch auch OCO. Dann H4-Daten werde ich gefragt, wo kriege ich die denn her? Also H4-Daten zeige ich auch nochmal eben hier, wie kommt man da mal so relativ fix dran. Hier habe ich noch die Daten von Gold, weil die habe ich ja in der Tat vorhin erst noch runtergeladen. Und wenn ich jetzt schon gefragt werde, H4-Daten, also gebt mir einen kleinen Moment. Ich gehe jetzt hier nach Lukas Kopi. Und ich bin da bei Market und dann historische Daten. Das Ganze gibt es hier irgendwo auch an der Seite. Da, historischer Datenfeed. Da habe ich jetzt sozusagen schon draufgeklickt. Und jetzt gehen wir mal meinetwegen hier auf Crosses, Outcut als irgendein. Und dann gehen wir hier auf Stunde und Candlesticks 4. Damit hätten wir H4. Naja, und jetzt Zeit, naja, bis heute und dann von, naja,
machen wir mal eben hier ein paar Jahre Download. Jetzt seht ihr, ihr müsst euch einloggen. Natürlich bin ich hier einmal registriert. Und das kostet aber nichts. Also keine Sorge, einfach einmal registrieren und dann könnt ihr hier die Daten downloaden. Es ist kostenlos und ich kann euch versprechen, ihr bekommt keine blöde Werbung und gar nichts zugeschickt, außer die einmalige Registrierung. Ja, und das war's schon. Save as CSV und jetzt habe ich die Daten im CSV-File. So kriege ich meine zum Beispiel H4-Daten, dann wieder Reset und jetzt nächstes Underlying, andere, vielleicht will ich H1, vielleicht will ich doch M5. Also alles hier überhaupt kein Problem, um entsprechend diese Daten zu bekommen. Wir haben also jetzt eine neue Strategie. Hier mal als Long Only als letztes für den DAX mit einer einfachen Orderplatzierung. Einfache Stop-Loss-Setzung, einfache Take-Profit-Setzung. Trades-Länge ist übrigens hier typischerweise nur 2, 3 Tage. Also das ist auch kein Problem. Wenn ihr auch selber dieses Excel-Sheet hier benutzt, ein Hinweis. Vergesst mir bitte nicht, hier hinten den Spread richtig einzustellen. Der wird eingestellt, weil natürlich können die Spreads hier auch mit dabei. Ich nehme beim DAX immer gerne 2 Punkte, weil ich dadurch quasi die Commission mit abbilde. Ich nehme auch einen Euro-US-Dollar nicht mit 0,00002 Punkten, also 0,2 Bips oder sowas als Spread, sondern ich nehme dann gleich auch mal 0,8 Bips als Spread, damit ich die Commission mit drin habe. Und außerdem will ich mich nicht schön rechnen. Also den Spread immer mit rein. Er gehört zu den Kosten eines Trades logischerweise mit dazu. Da ich jetzt hier nicht wirklich Commissions einzeln mache, packe ich die immer mit in den Spread. Und weil die Kosten gehören einfach mit dazu. Weil wenn man die hier munter erhöht, also ich mache nur das mal ein Beispiel, ich gehe mal auf Spread 10 und wenn ich das tue, dann, und mein Excel jetzt hier auch nochmal reagieren würde, dann wird auch irgendwann sozusagen meine Strategie dann entsprechend schlechter. Kommt jetzt hier tatsächlich nicht sofort zum Tragen. Da ist noch ein bisschen mehr Luft drin. Aber sei es drum. Also geht alles hier mit rein. Spread ist auch wichtig, ist auch mit drin. Es gehen viele Underlyings für diese Art von Strategie. Und schließlich und endlich läuft alles nur darauf hinaus, dass wir also, um es uns nochmal praktisch vor Augen zu führen, wir platzieren hier auf Basis des Open einer Kerze 2 Trades im Abstand Multiple auf den ATR, Buy Stop, Sell Stop. Und das ist alles. Wenn dann ein Trade läuft, dann brauchen wir auch mit der nächsten Kerze gar keine neuen Trades platzieren, sondern wir warten erst, bis dieser eine Trade zum Ende kommt. Also wir machen nicht in demselben Underlying mehrere Trades hintereinander auf, sondern warten immer nur, bis der eine Trade wirklich zu Ende kommt. Und ihr seht, die Einstellungen zu finden, mit welchem ATR-Multiples man gut zurande kommt. Ein paar Beispiele habe ich euch hier schon gezeigt. Wenn ihr die Zahlen nochmal zusammengefasst, also einfach nochmal kurz sonst in die Aufzeichnung gucken, das ist alles, was ich gerne machen würde. Weil heute bin ich mal so ein bisschen schneller als sonst. Oh, das ist schon wieder noch eine alte Folie drin. Also muss ich nochmal rauslöschen hier. Hier steht hier Hausaufgabe, Einladung. Naja, ist ein bisschen als Spaß gemeint. Also die daran Spaß haben, können gerne sowieso, wenn mir jemand die E-Mail schickt, hier die Excel-Sheets entsprechend bekommen. Und wer dann damit was rausfindet, schickt mir einfach gerne mal die Parameter, die er gefunden hat, die gut sind. Ich werde die zusammenfassen und dann hier natürlich auch nochmal im Gänze dann entsprechend vorstellen. In Summe, die Price-Action-Strategie kann ziemlich einfach getradet werden. Sie braucht sozusagen eine Action pro Kerze, um es mal präzise zu sagen, wer da auch auf H4 oder dergleichen geht. Ja, und das ist schon dann alles, was da zu tun ist. Und man platziert diese Trades oder einfach auf Basis von einem ATR Multiple. Das ist die Entfernung, mit der die Trades platziert werden.
Stop-Loss, Take-Profit. Und hier habe ich mal schon mal vier Beispiele gegeben. Euro, US-Dollar, Euro, japanischer Yen, DAX und Gold. Alle funktionieren und da gibt es noch ein paar mehr. So viel kann ich schon mal versprechen. Also immer japanisches Yen ist so ein trendiges Ding. Der ist für sowas immer gut. Also ihr werdet definitiv noch weitere Beispiele finden. Also gute Strategie. Und ich sag mal schon mal im Vorblick auf das, wie es weitergeht, was auch nochmal eine ganz, ganz interessante Strategie wird. Zwar machen wir eine Verknüpfung von drei Ansätzen. Wir nehmen einen Teil von dieser Price-Action-Strategie, einen Teil von den Range-Breakouts und einen kleinen Teil auch von den Martingalen-Ansätzen. Und das ist etwas, da habe ich mit ein, zwei Leuten von euch auf der WOT ein bisschen länger darüber geredet und wir haben dann am Bildschirm nochmal etwas ein bisschen weiter verfeinert. Das war tatsächlich die Diskussion auf diesen Bierkästen von ganz am Anfang. Und daraus ist ein sehr interessanter Ansatz geworden. Da habe ich versprochen, den werde ich auch nochmal bis in einen Excel-Sheet überführen. Und da kommt dann ziemlich sicher nochmal was sehr Gutes und Interessantes raus. Aber auch hiermit Price Action. Wir nehmen jetzt die großen Bewegungen mit, die dann nach einem solchen Durchmarsch immer, nein, der Durchmarsch ist sozusagen Teil unseres Trades hier. Und das ist sehr positiv, wie man schon in Equity-Kurven auch entnehmen konnte. Also, soweit von mir. Euch allen noch einen super schönen Abend. Ich will mal gerade hier gucken. Stopp, ich gehe noch mal kurz durch ein paar Fragen hierdurch. Trade ich die Strategie bei Währungspaaren? Muss ich dann meine Trades quasi zu Mitternacht platzieren? Theoretisch ja. Das Gute ist, wenn ich das so machen würde, ihr werdet merken, im praktischen Leben, wenn ihr morgens aufsteht, bis dahin ist ohnehin seit dem Open noch nicht viel passiert. Das heißt, ihr könnt genauso gut morgens um 7 oder um 8 immer noch auf Basis des Open die Trades platzieren und sollte es mal der Fall sein, dass der eigentlich schon längst ausgelöst ist, ja gut, dann könnt ihr immer noch sagen, ich gehe jetzt entweder Market rein oder ihr lasst einfach den einen Trade dann halt weg. Das heißt, de facto ist es, also ich würde deswegen nicht um Mitternacht aufstehen, um Gottes Willen. Okay. Übrigens, bitte immer, wenn jemand Excel-Sheets haben möchte, immer per E-Mail ankündigen. Die Chats, die verschwinden nämlich anschließend und dann sehe ich nicht mehr, wer sich das noch gewünscht hat. Okay. Alles andere sind schon, nennen wir es mal, gut gemeinte und über die freue ich mich auch. Dankesmeldungen. Also, die sehe ich ebenfalls. Soweit von mir. Also, wer es haben möchte, kurze E-Mail. Ich schicke es morgen dann alles zu. Macht's gut, schönen Abend. Fußballleute haben heute vielleicht auch noch was vor, wie dem auch sei. Ansonsten hören wir uns bestimmt noch wieder in 2 Wochen spätestens im Dezember. Da geht's dann auch wieder weiter. Ihr werdet es aber sehen auf den Ankündigungen bei JFD oder per E-Mail. Also ihr habt auf jeden Fall euren Draht, wie ihr wieder dazu kommt. Macht's gut, bis dahin, tschüss.